So, hallöle und damit willkommen zurück bei City Skyline. Jo, einmal Bäuchchen raus. Wir haben in der letzten Folge diesen einfach unglaublich ästhetischen Frachtumschlagplatz gebaut, der eben diesen anderen etwas entlasten soll, der leicht überlastet ist. Ja, ich hoffe mal, dass sich das ein bisschen ändert. Da die spawnen auch schon wieder die ersten Autos, es ist einfach schön, weil sie zu lange unterwegs sind. Ich hoffe und bete, dass sich das irgendwie mal ein bisschen ändert oder lockert oder was auch immer. Ich weiß ja nicht, wie ich das ändern soll. Das ist, ich verstehe es nicht ganz. Jo, was willst du machen? Na, die spawnen schon wieder welche. So, da fährt einer da lang. Toll. Schön. Es ist einfach toll. Wenn ich hier gleich dahin gehe, vielleicht einmal parallel zur... Ich probiere es einfach mal aus. Wollen wir so ein paar, kreative Straßenführungen ausprobieren. Man ist ja auch jung und modern und da muss man sowas auch mal ausprobieren. Gefälle zu steil. Ort ist bereits belegen, das klappt alles nicht so gut. Gut wäre halt, wenn wir den Teil noch irgendwie upgraden können auf einer Autobahn. Aber das Problem ist, dass da dann Dinge im Weg sind, die denn da so lauern. Genau, wir können das nicht so upgraden, weil die Ausfahrt... Wobei, wenn wir das nochmal ganz kurz bis hier neu machen, dann können sie sich da nämlich einordnen. Dann mache ich nochmal ganz kurz... Jo, und dann einmal raus hier. Warte mal, ungefähr in... Es geht in dem Winkel nicht. Ja, klar, warum denn auch? Vielleicht in dem Winkel? Auch nicht. In dem Winkel? Auch nicht. So geht das. Dann machen wir das nochmal neu. Hauptsache, wir haben da Autobahn, ne? Jo, fang halt schon mal hier unten an. So, Hauptsache, du kommst da irgendwie raus. So. Dann ungefähr bis hier und ab da spaltet sich das Ganze dann auf in viele multiple Möglichkeiten, die es euch bieten, meine lieben Leute. Gefälle zu steil. Mäh. Zack, unter der Erde, so. Ach, das ist wieder Gefälle zu steil. Klar, natürlich, warum denn auch nicht? Hier ist wieder Gefälle zu steil. Mann! I think I don't have to understand this Tatsache, oder? Nee, muss ich nicht, muss ich wirklich nicht, so. Pause raus und schauen wir mal. Die switchen sich jetzt alle rüber auf die Autobahn und können sich dann hier eben ja nach rechts und links einordnen. Empfinde ich schon mal als Vorteil, dass wir da ein bisschen einen Ausfahrtsvorteil haben und stauen sie sich auf der mittleren Spur auch. Jo, war das nicht gedacht. Menno. Aber ich bin der Meinung, dass der hier wirklich seine eigene... Und Schiffsstau haben wir jetzt auch. Aber Frachtumschlagplatz 2 fahren jetzt auch mehr. Heißt, ich warte einfach mal ein paar Folgen, ob sich das dann irgendwie legt. Und wenn nicht, dann ist halt so, ne? Können wir den irgendwie attraktiver machen oder sowas? Vielleicht ein paar Parks hin oder sowas? Nicht? Schade. Ach man, jo. Oh, ich wollte nicht dahin. Jo. Das Problem ist, dass wenn die auf der Spur sind, dass die dann gar nicht mehr rüberkommen. Leute, fahrt doch hier lang. Der transportiert, der hat bald auch die Connections am Start. Weil wir haben die Connections zur Schiene, wir haben... Okay, rauskommen auch schon welche, das ist nicht schlecht. Nur diesen Hinweg würde ich gerne noch etwas, erleichtern. Bisschen. Es will einfach nicht so, wie ich das will. Das ist, wenn du deine eigene Brücke bekommst. Ich spendiere dir mal deine eigene Brücke. So, und rüber hier. So. So, dann könnten wir ja eigentlich hier ran. So. Beide fahren auch schon die ersten da oben lang. Jetzt habt ihr eine Dreierbrücke hier. Ist das nicht toll? Oh, und ihr habt keinen Strom. Keine Stodome, das ist nichts gut. Keine Stodome, nichts gut. Dann machen wir weiter ein bisschen so parallel. Bis nach
dahin. So, dann kann das da alles weg. So. Jetzt haben wir das mitten durchs Wasser gelegt. Das sieht bestimmt toll aus. Nein, tut es nicht, aber ist egal. So, dann habt ihr da schon mal eine Ausfahrt. Vielleicht wird es dann etwas attraktiver. Ich meine, die Chance hier schon abzubiegen, um dann da schnell reinzukommen, hat doch auch Vorteile. Und das bietet bis auf die nicht vorhandenen vielen Connections eigentlich nur Vorteile. Eigentlich. Bloß das merkt keiner. Doch darf... Oh, es wird besser, es wird besser. Ich glaube, wir müssen einfach nur warten, bis das Ganze etwas gedeiht. Vielleicht haben die ja auch andere Routen, die die anfahren von dem anderen. Ob deswegen... Glaube ich mal, dass es auch das Ganze von der Attraktivität abhängt, wo überall Routen hinführen. Ja. Ich könnte mal schauen, dass ich den hier wirklich nur zum Güterbahnhof mache und der hier nur zum rausgehenden Verkehr, aber das macht so schon viel besser. Okay. Heißt, ihr solltet auch bald besser eure Verkaufswaren bekommen, denke ich mal. Wird der ja auch noch ein bisschen besser da an. Ja, gut, der ist eben nicht so voll. Also, die sind immer 100%. Ich glaube, das ist eben auch ein Zeichen von Auslastung. Und du da hinten. Ich glaube, dadurch, dass wir jetzt auch neues Gewerbegebiet haben, wollen die auch ein bisschen mehr. So. Ihr habt Müllproblem und Kriminalitätproblem. Kriminalität. Gut, Leute, kann ich verstehen. Ich verstehe euch, wirklich. Dann bauen wir hier mal so eine fette Polizeiwache hin. So. Direkt an der U-Bahn. So, was braucht ihr noch? Feuersicherheit. Habt ihr da was Großes? Habt ihr da unten halt gar nichts. So, zack. Polizia, warte mal hier. Krankenauslastung. Habt ihr da eine große, gell? Aber da unten halt. Habt ihr hier auch was? So. Krematoriumstechnisch ist das auch alles nur so. Naja, dann machen wir vielleicht da nochmal eins hin. Boah, die ist aber voll teuer. Das ist das Problem. Und den Müll, den müssen wir nochmal. Da müssen wir mal ein bisschen dahinter klemmen, ne? Weil wie wird es denn aussehen, wenn wir hier irgendwo Müll hinpfeffern? Gefälle zu steil. Wobei, ich glaube, ich möchte die auch nicht verschmutzen, muss ich sagen. Wobei, dann kommen die gleich in die Stadt rein. Ist das schlimm, wer der Umweltverschmutzung hat? Ich glaube nämlich nicht. Heißt, ich zimmer da mal eine, Wobei, das Problem ist, dass die dann alle hier durch müssen, wenn sie dorthin wollen. Ach, Manu. Ist auch nicht so yellow from the egg. Da waren immer noch viel zu viele dorthin. Und es wird's da auch voll. Ach, Mann. Wie wäre es denn, wenn ich hier mal den da mache? Weiß ich nicht. Ich bin mir da noch nicht ganz so sicher. Gehen schon mal ein paar Spuren darin, dann formieren die sich erst hier drin. Wobei, wenn ich glaube, dass es gar nicht mal so schlecht ist. So, und das aber dann bis hier oben. Ich mache mal ganz kurz die Pause rein, weil ich möchte euch nicht in der Ausführung eurer Tätigkeit des Transportierens behindern. Der ist dann zu nah dran, oder? Wie bekomme ich euch da gut dran? Ich verstehe nicht, wie ich Autobahn an Autobahn anknüpse. So, da können wir zum Beispiel rein. Wunderbar. Ja, oder auch so. Dann haben wir dann nämlich den Ausgangsverkehr ein bisschen geregelt. Dann könnte ich mir das auf die Spuren verteilen. Ich glaube, das ist auch nicht schlecht. Jetzt müsst ihr nur noch schauen, dass das hier zu weniger Verkehr kommt. Ich weiß nicht, wie ich das hinbekommen soll. Ich bin ratlos, meine Damen und Herren. Das schleicht schon einfach seit ewig. Mann. Wenn ich diese Ausfahrt nutze, warte mal. Ich möchte nämlich gerne ein bisschen neue Müllwege bauen. Wenn ich diese Ausfahrt hier nutze, und irgendwo hier, irgendwo hier, ist da das See, und dann wieder mit Autobahnausfahrt irgendwo nach daran. So.
dass ich hier nochmal so ein Müllverbrennungsteil anschließe. Was kostet das überhaupt in der Woche? 1400. Oh, Leute. So. Erstmal ein Rohr verlegen. Das macht's auch nicht besser, gell? So. Strom braucht ihr nicht, sondern produziert ihr. Aber, genau, dann können die hier nämlich ein bisschen... Dann kommen die nämlich von da aus dorthin, und können dann von dem Teil aus die Stadt ein bisschen neu bevölkern. So, ihr habt alle Warenprobleme. Nicht genügend Verkaufswaren. Wie bekommt ihr eure Verkaufswaren? Ich glaube, das kommt echt daher, dass ja überall die Dinger despawnen. Ach, Mann. Ich hoffe, das bekommen wir ein bisschen in den Griff. Und wenn nicht, dann ist halt schade, ne? Aber rauskommen die alle. Da ist nicht das Problem. Nur mit der Einfahrt. Aber es wird tendenziell ein bisschen weniger. So. Ich hoffe mal, dass die Umweltverschmutzung dort kein großes Problem ist. Nee, es ist Müll. Verschmutzung bist. Du bist Verkehr. Es ist überall einfach viel los. Ich merke schon. Lärmbelastung, Freisicherheit, Kriminalität. Bevölkerung, ausgehende Verbindungen. Importieren, exportieren. Gut, da oben exportieren wir, ansonsten importieren wir nur. Also wir sind so eine Premium-Stadt, so. Da müssen überall importierte Waren haben. Und das sind die Leute, die das eben importieren. Ja. Tourismus, gute Gesundheit. Verstehe ich nicht. Das verstehe ich einfach nicht. Ist ja egal. Naturrohstoffe, wo sind denn die Verschmutzungen? Bodenrichtwert, Bevölkerung. Wind. Ebenen. Wo ist denn Müll? Bevölkerung, Bildung, Gesundheit. Verschmutzung. So. Wenn wir da unten verschmutzen, ist das, glaube ich, allen egal. Wie das da auch jedem egal sein muss. Okay. Es wird nicht weniger, Leute. Das ist schäbig. Das wird nur dezent mehr. Das ist einfach das Problem, dass ich diese Straße nicht upgraden kann und dass es dann eben zu solchen Problemen kommt. Transportiert Fracht nach Frachtumschlagplatz, okay. 100%, da kommen wieder so viele Leute raus. Manu. Die fahren dann halt alle hier rechts in die Stadt rein und schauen, dass sie dann ihre Waren verteilen, okay. Das Problem wird größer als kleiner. Vor allem da hinten hin. Nicht genügend gebildete Arbeiter. Naja. Die machen 17.000 Verlust. Warum? Müll. Gesamte Einnahmen 12. Was sind das Einnahmen? Ich verstehe das. Einnahmen gesamt das hier und Ausnahmen gesamt das. Okay, das macht Sinn. Nachts machen wir wesentlich mehr Verluste. Okay, weil wir da auch den Müll bis unter Kontrolle bringen müssen, glaube ich. Aber da kommen schon noch Müllwagen hin, gell? Müllreserven 0. Daher kommt der erste Sammeltmüll. Das heißt, ihr müsst ja alle hier irgendwo abfahren. Wenn ihr fertig seid mit Müll abholen. Habt ihr Müllreserven? Ja, ihr habt langsam Müllreserven. Okay, das heißt, da kommen auch LKWs hin. Wollte ich so haben. Kriminalitätsrate zu hoch. Ja, das schaffen wir auch noch irgendwie. Bloß, wie kann ein einziges, da kann ich jetzt mal wieder downgraden auf so eine... Ganz ehrlich, das bringt auch nicht mehr viel. Wobei, dann haben die hier eine Expressverbindung. Das wäre schon ganz sinnvoll, glaube ich. Die brauchen eigentlich eine Expressverbindung zum Müllteil. Wobei, der Müllteil ist, glaube ich, ja auch, da angebunden. Okay, das heißt, ich kann euch tatsächlich, darauf downgraden. So, ich glaube, dann haben wir da ein bisschen weniger Problemate. Jo. Ich glaube, das muss jetzt einfach seinen Gang gehen lassen. Alles andere ist, nicht so sinnvoll. Leute, bekommt einfach eure Waren, dann geht das besser hier. Oh, das Problem steigt und es steigt. So, hier haben wir einen Toten. Hier haben wir viele Tote. Die Teile waren da gerade. Boah, ist das alles, das ist vor allem mit dem ganzen Krematorium-Teil so teuer. Warum kommt auch niemand hin? Da haben wir direkt ein Krematorium. Leute, holt mal die Leute da ab.
Unsere Stadt hat immer mehr Probleme. Mann. Ihr habt Problem von gebildete Arbeiter. Liegt daran, dass die wahrscheinlich alle strunzedumm sind hier in dem Bereich. Ja. Da haben wir gebildete Leute, da nicht. Dann kriegt ihr halt auch eine Grundschule. Ans Eck. So, zack. Und eine Oberschule brauchen... Oh, die brauchen auch eine Oberschule. Kommt auch hier ans Eck. Immer schön ans Eck, wo alle Leute hinkommen. Ja, nachts machen wir irgendwie dezent Verlust. Das ist nur so mittelprächtig. Wir brauchen Büros. Schauen wir einfach, wir brauchen Büros, bauen neue Büros und freuen uns, dass wir neue Büros brauchen. Yay. Weil dann haben wir mehr Einnahmen, weil das ja klar ist. Jo, jetzt aber hier mal auch mal durch. Das mit den Waren bereitet mir jetzt echt Kopfzerbrechen. Das hätte so schön wahren können. Nein, wären können. Ach, Menno. Du, was hast du? Du hast ein paar Leute bei. Okay. Rollen auf die Startbahn. Naja, so viele Leute sind es hier nicht, aber was willst du machen? Da kommen Leute zum Flughafen. Hier fahren auch Leute. Doch, ist schön. Wenn wir nicht das, wenn das Problem mit den Waren nicht wäre. Wann kommen denn deine Lieferwagen? Du bist was anderes. Okay, schade, schade. Du hast eigentlich so viele Besucher, aber in der ganzen Stadt fehlen Verkaufswaren. Das soll sich ja echt mal bessern. Das ist ja echt schlimm hier. Es bessert sich leicht, muss ich sagen. Aber halt auch nur leicht, das ist mein Problem. Ja, Müllwagen. Nee, sowas will ich nicht haben. Etabliere dich. Mann. Wir sollten auf MAN setzen, denn man kann. Ja, genau. 44.000 für Müll. Ja, okay. So, was haben wir denn hier? Ausgaben 9.000 für U-Bahn. Und Einnahmen 20.000 für U-Bahn. Das ist mit der U-Bahn echt geil, muss ich sagen. Nach der könnten wir auch mal schauen. Aber irgendwie, das deprimiert alles so. Das fließt trotz hohem Verkehrsaufkommen irgendwie gut. Braucht ihr da nochmal euren... Oh, Wasser. Braucht ihr euren eigenen Wasser? Ja, wer braucht euren eigenen Wasser? So. Ihr braucht voll euren eigenen Wasser. Kommt mal komplett durch euer eigenes Wasser. Weil eigenes Wasser ist wichtig. Man kann ja nicht nur Cola trinken. Oder sich mit Cola duschen. Und neben der Coca-Cola gibt es natürlich auch noch viele andere Marken, die dieses Getränk anbieten. Man darf hier kein Product Placement betreiben, deswegen hier der Disclaimer an dieser Stelle. Wo haben wir noch eine Autobahn? Da haben wir noch eine Autobahn. Da oben auch. Für den Fall, dass sie jetzt auch Lust hätte, nochmal so einen Frachtumschlagplatz irgendwo hinzuzimmern. Zum Beispiel hier, damit die ihre Verkaufswaren bekommen. Ah, das löst sich aber langsam. Wie sieht es mit Strom am Tagesanbruch auch funktioniert? Okay. Könnten wir denn... Ah, der ist so teuer. Ich glaube, die Alternativen sind noch nie so toll irgendwie. Naja. Frachtumschlagplatz nach hier. Keine Routenverbindung möglich. Keine Routenverbindung möglich. Da würde einer hinpassen. Keine Routenverbindung möglich. Ach Mann. Da könnte noch einer hin. Die Frage ist, würde hier einer Sinn machen? Ich weiß es einfach nicht, weil das Problem ist, die Teile sind halt teuer. Da könnten wir halt zumindest mal den Bereich der Stadt abdecken, aber der hat auch keine Probleme. Erstmal schauen wir, wie die Alternative hier ankommt. Da kommt leider nicht so viel an, das ist das Problem. Wobei ich verstehe das Problem nicht mit den nicht genügend Verkaufswaren. Das Problem ist ja, dass sie nicht zurückkommen. Also in die Stadt rein kommen die ja. Nur nicht in die andere Richtung. Egal, bevor wir jetzt nochmal Kopfzerbrechen bereitet, schauen wir mal, dass wir was anderes machen. Irgendwas Erfreulicheres vielleicht. Ich würde echt gerne nochmal so ein Teil da bauen.
Wir fahren so viele Schiffe. Ich hab wirklich jetzt meinen öligen Aalen. Jo, Della Transporte. Sowas, hört so hoch, hört so hoch, hört so hoch. Dahin ans Eck, okay. Höhe zu hoch. Ist ja auch Höhe zu hoch. Da könnte man es hinbauen. Dann bauen wir das doch dahin, wo wir, gerade ging das doch. Da war doch gerade, ging doch vorher. Da war auch wieder grün. So. So, wir brauchen Sine. Warte, Maschine machen wir erstmal von da ausgehend. Können wir die gleich mal... Wir machen die Schiene oberirdisch und die, und die Straße unterirdisch, würde ich sagen. Die Frage ist, wie bieten wir das jetzt gescheit an? Ohne, dass es zu Staus kommt. Ich würde sagen, so. Und dann kommen wir hier etwas früher schon mal raus. Etwas sehr viel früher und machen das Ganze auch schon mal oberirdisch. Um dann direkt hier anzuschließen. So, voll toll und so. Wobei die Brücke ist sinnlos, aber ist ja egal. Ja. Schiene angebunden. Auch wenn ich gerne nochmal... damit wir die Richtung raus können und... zack, zack und hoch. Irgendwie so, damit ein bisschen Knotenpunkt entsteht. So, damit die auch von da überall hochkommen und runterkommen und seitlich und quer und... ich weiß, dass es nicht gut ist, die so zu bauen, dass Teilstücke kürzer sind als ein Zug. Das heißt, dass ein Zug das dann komplett blockiert. Ich glaube, das ist auch nicht gut, was ich da gemacht habe. Egal. So, ihr habt die Verbindung, es braucht ihr nur noch Strasse. Werden wir aber wieder ausschließlich durch Autobahnverbindungen lösen. Zweigen wir da oben ab. Zuführende Verbindungen von da aus, weil wir, genau, hier müssen wir einmal rein. Heißt... so, und das bauen wir schön unterirdisch, damit es ja keinen stört. Nicht einmal den Stör. So, ran. Hashtag Tourismus-Spezialisierung. Ja, so ist das. So, dann machen wir hier einmal unter Erde, damit auch keiner stört. So, und rauf da. Irgendwie. Wobei ich auch den gerne früher machen würde. Ja, komm, den machen wir früher. Warte mal. Unter Erde, bitte. Danke, Fan. Zack. Und zapp. Dich auch nochmal. Dich. Dankeschön. Dann schauen wir, dass wir ein bisschen früher rausgehen, damit die nicht allzu weiten Weg haben, weil das wäre ja... das würde die nicht sonderlich freuen. So. Haben wir jetzt da nochmal einen Teil. Hoffe mal, dass das sich routentechnisch ebenfalls etabliert. Kostet ja auch genug. Ach, Mann. So, dann könnt ihr auch von dem Güterbahnhof da noch ein bisschen was umschlagen, wenn ihr wollt. Routenverbindungen dürftet ihr ja haben, sonst hätte ich eigentlich einen Fehler bekommen. Siehst du, das geht auch schon besser. Man muss nur ein bisschen verteilen wissen. Jetzt haben wir drei von diesen Teilen, die je 2400 im Monat kosten. Oder in der Woche, was auch immer das ist. Viel zu teuer das Ganze, aber für das Wohl unserer Industrie und unseres Gewerbes ist es natürlich nichts zu teuer. Hashtag Einschleim, so. Attraktivste Stadt, ja total. Er geht mir komplett einer ab, wenn ich die Stadt sehe, aber... ja, okay. Was machst du? Las Vegas, ach schön. Fährt aber bei irgendjemand hin? Einer vielleicht? Nur damit ich weiß, ob das Sinn macht. Wie schnell darf man denn auf so einem Autobahnteil da fahren? 80 und hier 100. Das heißt, es ist in Ordnung. Hier fährt gar keiner hin. Ah doch, da kommt der erste Zug an. Mit wie viel Gütern? Wahrscheinlich 0, oh. Du bist Nummer 3. 3, so. Da kommen noch ordentlich Leute gleich mal raus. Ich glaube nämlich, dass ich das hier... Warenkorb AG. Warenkorb AG. Ja eben, dann haben wir den Teil der Stadt ein bisschen damit abgedeckt. Was habt ihr für Probleme? Rohstoffe, eben.
Wir bekommen jetzt hier noch mehr Güterverbindungen. Das Tier kommt auch ein bisschen die Industrie an. Das finde ich auch nicht schlecht. Hoffe ich mal, dass das der Rest genauso sieht. Mann, das haben wir so viel mit den Teilen da gebaut. Das etabliert sich noch. Spätestens, wenn ich die Karte mal neu starte. Das könnte ich eh mal tun. Speichern mal eine kurze Aufnahmepause machen und dann schauen, ob sich das dann in irgendeiner Form verändert, wenn die Aufnahme neu läuft. Genau. Oder ich die Karte neu geladen habe. Ich glaube nämlich, dass sich dann ein bisschen was ändert. So. Verkaufswaren. Ja, ich weiß ja Probleme. Und ihr da oben auch. Das Problem ist, dass ich hier nicht direkt hin kann. Das heißt, ich muss das schon über außerhalb ernsthaft. Okay. Da haben wir also auch innerstädtische Verbindungen über Schiffe. Toll, gut, okay. Oh, Schiffschiffschiffschaos. Schiffsverkehr von Herbert Grönemeyer müssen wir jetzt hier einmal. Ja, schön. Oder zu viel Autobahnverkehr. Manu, wir müssen nicht alle da hin, ihr könnt ja gerne woanders hin. Das ist viel kürzer und viel effektiver. Hashtag Innovation, Hashtag Effektiv, Hashtag Stadtbeste. So. Dann gucken wir mal, wenn wir uns in der nächsten Folge kümmern. Und dann machen wir mal kurz zur Aufnahmepause. Und wo schauen wir denn mal hin? Boah, okay. Es ist. Glaube ich, war hier ein ganz guter Schachzug, den hier nochmal anzubinden. Es ist auch echt viel, aber ich glaube, die Teile machen Sinn. Egal. Wo schauen wir denn mal hin? So die multiple Probleme, die wir haben in unserer Industrie. Stellen wir uns am besten in das Industriegebiet, damit wir das zutreffendst erläutern können, dieses Problem. Dann sehen wir uns dann gleich wieder beim Let's Play City Skylines. Bis dahin, macht's gut. Tschüss und bis zum nächsten Mal.